Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Thronebreaker The Witcher Tales. Beim letzten Mal, ja, sind wir fast bis durch Riva durchgekommen und ihr seht, wir sind wieder an einer anderen Stelle. Der Grund war einfach, ich habe einfach nochmal geguckt über die Karte, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass... Ja, der graue Reiter hat mir auch gesagt, dass mir noch eine goldene Truhe fehlt. Die könnte natürlich hier oben kommen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Und ja, ich habe hier unten scheinbar den Teil vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nämlich noch was war. Da war ich mir nämlich... Ich habe nämlich im Kopf, dass eigentlich noch was hätte kommen müssen. Und ich habe den Teil hier wohl vollkommen übersehen. Und das... Warte, das ist nicht hier. Hier geht das nämlich rein. Und deswegen, ich bin auch mal ganz kurz ruhig. Weil das ist der Teil. Warte, hört man's? So, man hat schon ein gefährliches Pfeifen gehört und das war das nämlich, wo ich mir dachte, irgendwo hast du es übersehen und das wollte ich nämlich noch zeigen, deswegen habe ich jetzt ausnahmsweise mal die Schnellreise benutzt. Wie gesagt, normalerweise benutze ich die ja nicht und normalerweise benutze ich halt auch nicht die Speer, die normalerweise die Karte aufdecken. Ich habe ja erklärt, warum, aber den Teil hier hatte ich nämlich eigentlich oder wollte ich nämlich schon noch mal ganz gerne zeigen. So, dann zeige ich mal her, Freundchen. Teure Ambition. Manche Leute tun alles, was nötig ist, um ihre Ziele zu erreichen. Sie schließen jeden Pakt und zahlen jeden Preis. Ein junger Rivia zum Beispiel verkaufte seine Seele, um die arkanen Künste zu meistern. An wen er sie verkaufte? Nun, man sollte seinen Namen besser nicht aussprechen. Verbanne alle gegnerischen Karten, bevor deine eigenen verbannt werden. Ja, die Geschichte klingt natürlich schon nach dem, was wir kennen. Und gerade mit dem Pfeifen ist das natürlich sehr an Gaunt oder erinnert das natürlich sehr an Gaunt Odim. Und das finde ich, was ich leider ein bisschen schade finde, ist... Ja, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ist, was das Rätsel dann ist. Das ist nämlich einfach nur ein Memory-Spiel. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, aber weißt du, wenn du sowas hörst, dieses Pfeifen, dieses Ominöse, und dann kommt ein Memory-Spiel, ehrlich. Ja, es ist einfach nur ein Memory-Spiel auf Zeit. Er verbannt jede Runde zwei von unseren Karten und ich muss halt in der Zeit das Memory lösen. Es ist halt meiner Meinung nach echt ein bisschen schade. Weil gerade bei Gaunt Odim hätte ich zumindest gehofft... welche von den beiden war das jetzt? Die hier, ne? Genau. Gerade bei Gaunt Odim hätte ich halt wenigstens gehofft, dass da irgendwas Interessanteres bei rumkommt als ein fucking Memory. Da hätte man bestimmt so viele interessante Sachen machen können. 3, 4... Ispel? Ah, verdammt, falsch. Dann war das Ispel. Oder? Nee, das ist Ryler. Ja, so viel dazu, dass es einfach ist. Aber ich meine, hier war Ike, ne? Das Problem ist, dass die sich verschieben. Dadurch ist es gar nicht so einfach. Dann muss ja hier irgendwo Ispel gewesen sein. So, hier ist Ryler, hier ist Ispel, hier ist Buchholz, hier ist Ispel. Sehr gut. Zack. Jetzt haben wir hier Caldwell und Ryler. Okay, da habe ich die beim nächsten Mal schon. Die Zeit läuft mir echt ab hier. So, Ryler und Ryler. Dann haben wir hier Bruchold und Bruchold. Dann haben wir hier Renard und Renard. Okay, ihn habe ich noch nicht. Okay, Glück gehabt. Caldwell und Caldwell. Und Gabor und Gabor. Ja, ist ein bisschen schade. Find wert cooler gewesen, wenn man da irgendwas Geiles bei gekriegt hätte. Schwarzes Blut. So, die Karte haben wir schon öfter beim Gegner gesehen. Ich, Amadeus Ritterhof, verspreche hiermit meine Seele im Tausch gegen umfassendes Wissen über die arkanen Magiekünste. Ich werde meine Schuld erst dann begleichen, wenn die Sonne in der finsteren Nacht über Rivien aufgeht. Ich unterzeichne diesen Vertrag mit meinem Blut und erkenne dabei an, dass ich auf keinen Fall gegen ihn verstoßen kann. Ja, und das ist natürlich wieder der schöne Wortwitz, wie wir ihn, oder der schöne quasi Trick, den wir ja schon von Gaunter kennen, ne? Wenn die Sonne in der finsteren Nacht über Rivien aufgeht. Ja, sie ist aufgegangen, in der Form von Nilfgaard. Das ist halt wieder so ein Ding. Ich meine, das ist schon ganz cool. Ich finde es ein bisschen schade halt, dass das nur so ein blödes Memory ist im Endeffekt. Wobei es gar nicht so einfach ist, muss man auch fairerweise sagen. Ist schon ein bisschen was dabei, aber es ist am Ende halt doch nur ein verdammtes Memory, ne? So, ist hier ansonsten noch irgendwas? Nope. So, wir können uns mal Schwarzes Blut angucken. Wie gesagt, die kennen wir schon. Das ist die Karte, die allen gegnerischen Einheiten einen Schaden zufügt. Und dann einer beliebigen Einheit auf meiner Seite die Punkte gibt.
Ist halt theoretisch eine ganz gute Karte in Kombination mit unseren Zwergen, aber das würde bedeuten, dass der Gegner viele Einheiten auf dem Feld hat, ja. Das wollte ich aber unbedingt noch zeigen, weil das war, wie gesagt, etwas, von dem ich wusste, sag ich mir, war ich da oben schon, weil da Beute ist. Weil ich erinnere mich, oder beziehungsweise ich erinnere mich, dass ich da beim letzten Mal gesagt habe, da ist Beute, die habe ich wohl vergessen, aber es könnte auch sein, dass ich da gar nicht war. Ich erinnere mich, wir waren beim Friedhof hier mit Gascon. Habe ich da vielleicht den Teil, waren wir da auch in dem Dorf? Habe ich hier so viel übersehen? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also, vorstellen kann ich es mir wahrscheinlich schon irgendwie. Ah, doch, das haben wir hier. Ja, ja, okay. Hier haben wir gekämpft und hier habe ich wahrscheinlich, ja, da einfach nur Beute vergessen. Ich war mir bloß gerade überhaupt nicht mehr sicher, ob ich hier 50.000 Sachen einfach übersehen habe. Aber ja, daran habe ich mich, ich habe mich halt an das Rätsel noch erinnert und das wollte ich halt gerne noch zeigen. Das bisschen Beute, was da noch rumliegt, hier mal drauf geschissen und jetzt wieder zurück. Wie gesagt, normalerweise benutze ich die Schnellreise ja gar nicht so gerne. Aber hier in dem Fall, ich wollte es halt ganz gerne nochmal zeigen. So, weiter geht's. Breitkopf erhob sich nun vor Mewe und ihrer Armee. Die einst für ihre glühenden Schmieden und klirrenden Fabriken bekannte Stadt war still. Warum, wollt ihr sicher wissen? Wegen Mahakam. Vor Jahrzehnten hatte es seine Tore für menschliche Händler geöffnet. Und zwergische Waffen sind gut gefertigt und günstiger als die der Menschen. Die Karawanen kamen nicht mehr nach Breitkopf. Als die Schwarzkittel die sich nähernden Lyrier erblickten, flohen sie überstürzt und ließen die Tore der Stadt offen. Doch sie gingen nicht mit leeren Händen. Ihr Konvoi bestand aus mindestens einem Dutzend Wagen, bis oben hin beladen. Womit sind sie denn geflohen? Mit etwas verdammt Schwerem, antwortete Gascon, der ihnen nachsah. Sieh nur, 2 Pferde pro Wagen. Und die Räder graben tiefe Furchen in die Straße. Ja gut, dann würde ich sagen, wir verfolgen die fliehenden Nilfgaarder, weil wenn die hier Waffen mitgenommen haben und die nach Riva bringen, ist das ein Problem für uns. Was sie aus der Stadt mitnahmen? So die Königin. Haben sie mir gestohlen und ich hole es zurück. Zu den Waffen. Angriff! Mewe trieb ihr Pferd an und verfolgte die fliehende Karawane im Galopp. Als die Schwarzkittel sahen, dass sie nicht entkommen konnten, rammten sie ihre Piken in den Boden und rüsteten sich für den Angriff. Na, dann gucken wir mal, was die hier... Ja, die haben wahrscheinlich Waffen geklaut, ne? Die Verfolgung der Nilfgaarder. Mewe spürte einen schweren Schlag. Ein nilfgaardischer Pfeil hatte ihren Brustpanzer getroffen. Zum Glück war er in diesem Zehenhindernis zerschellt, anstatt die Königin zu verletzen. Doch wäre der Schütze fähiger gewesen, würde der Pfeil nur ein paar Finger breit höher stecken. Mewe brach der Schweiß aus. Der Krieg näherte sich dem Ende. Doch nur ständige Wachsamkeit konnte dafür sorgen, dass sie nicht davor noch ihr eigenes Ende fand. So, kümmern wir uns mal schnell um die Nilfgaarder und holen uns zurück, was uns gehört. So, oh, die haben Einheiten. Alva Pikinier, okay, die sollte ich schnell erledigen, so viel ist klar. Damit der da nicht noch mehr Zeug zieht. Da ist sie eigentlich perfekt, die Wagenburg. Ah, pass mal auf, dann benutze ich doch einfach die Wagenburg direkt. Und ganz ehrlich, mir gefällt das ja eigentlich schon ganz gut. Halt! Was auch immer ihr da habt, es gehört mir! Ist das eigentlich ein... Sie kommen näher! Ah, okay, ist ein verkürzter Kampf. Verkürzter okay. Kampf, das wollte ich wissen. So, pass mal auf, ich kümmere mich als erstes mal um sie da. Zack. Damit verliert er nämlich auch die Karte, die er davon auf der Hand hatte. Glücklicherweise hatte er davon eine auf der Hand, sonst wäre es ein bisschen nervig geworden. Und dann kann ich mehr benutzen, um die Wagenburg gleich zurückzuschicken. Dann holen wir natürlich einmal sie hier. Und als nächstes, wisst ihr was? Streunerbomber. Oh, ich werde das Schulgeld nie begleichen können. Das Zack. Könnte jetzt gehen. Perfekt. So, damit haben wir schon mal ein bisschen Punkte gemacht. Das gefällt mir schon mal gut. Ich lasse ihn jetzt schön ihn hier angreifen. Ah, Kavallerie-Veteran. Aber gar nicht so wild eigentlich. Oh, er kriegt ihn sogar zerstört. Na gut. Nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ich spiele erstmal die Ball... Obwohl, ne, spiele ich erst die? Ja doch, wir spielen erstmal die Balliste. Ich meine, wir haben eine Karte mehr jetzt. Das Ding werden wir jetzt locker gewinnen. Gehe ich mal stark jetzt davon aus. Es ist halt jetzt noch einfacher als vorher, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, dann Gabor Zigrin schon mal rausgeholt. Schön den linken Haken hier ausgepackt.
Dann können wir hier schon mal ein bisschen loslegen zu schießen. Dann kommen gleich die anderen Ballisten hinterher. Okay, den muss ich nach Möglichkeit schnell loswerden, sonst geht er mir ziemlich auf den Sack. Und das gefällt mir auch nicht, mein Freund. Das gefällt mir so gar nicht, was du da tust. Zack. Hep. 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 So, na? Wie fühlt sich das an, diese Unterlegenheit? Ich meine, bei einer Verfolgung ergibt es zwar keinen Sinn, dass wir so viele Ballisten haben, aber hey. Ah, er kriegt dadurch jetzt übel viele Punkte und macht wahrscheinlich die eine Balliste schon mal tot damit. Das ist nicht so nett. Das ist echt nicht so nett. Kriegt er nicht normalerweise den Punkt wieder? Oder ist wahrscheinlich die verstärkte Version davon? Kluge Entscheidung. Okay, jetzt wird es langsam gefährlich. Jetzt macht er mir nämlich langsam meine ganzen Ballisten zu Schrott hier. Das gefällt mir ja nun wirklich nicht, mein Freund. Pass mal auf, dann gibt es jetzt erstmal Feuer unterm Hintern. Und dann werden die Typen hier mal aber ordentlich in die Mangel genommen. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. 2, 3. 1, 2. Ist mir gerade ziemlich egal, wenn der hier noch eine weitere Karte kriegt jetzt. Wobei, dadurch kriegt er halt einen zusätzlichen Punkt, ne? Aber ich muss gerade erstmal meine Ballisten irgendwie schützen vor seiner Kraft hier. Komm, ehrlich. Komm schon, ehrlich, pass auf, dann Gabor. Ist das der Verstärkte? Ah ja, auch noch. Okay, pass auf, dann erstmal passen. Er kann zwar jetzt meine Balliste nochmal angreifen, das ist ein bisschen widerlich, aber ich mache mit Gabor erstmal den Kavallerie-Veteran fertig. Dass er hier die ganzen Einheiten bekommt, gefällt mir nicht. Aber ich habe da schon eine Idee, was ich gleich mache. So, dann erstmal Gabor. Zack, zack. Dann einmal schon mal auf ihn gehauen. Dann kann ich Mewe benutzen. Dafür. Also, das holen wir einmal ihn. Ach, und weißt du was noch? Barnabas, weil wir es können. Noch ein letzter Wunsch. Zack. Mal sehen, was mit Barnabas noch gibt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Heiler. Hey, Wolfsbann. Nice. Krieg ich nochmal zwei Einheiten. Das heißt, ich kann länger meine Strategie durchführen. So, jetzt kann ich ihn da fertig machen. Und damit verhindern, dass er noch mehr Einheiten bekommt. Ich weiß nicht, wie viele er davon überhaupt im Deck hat. Ich weiß nicht, ob die auch an die 5 Maximum gebunden sind, um ehrlich zu sein. Die Gegner. Ob die auch an die 5... Wieso? Hä? Ich verstehe das nicht. Warum hatte der jetzt wieder 2 Ladungen? Die haben keine 2 Ladungen normalerweise. Habe ich mich aus Versehen selbst angegriffen dadurch. Ja, er bringt mir natürlich jetzt gar nichts. Ihn muss ich am Anfang spielen. Ach komm, ehrlich, Junge. Ehrlich, Kollege. Marschbefehle. Gabor. So. Dann einmal... Wo ist denn Gabor? Da, Gabor. Und dann gleich nochmal den Schmiehit. Zack. Einmal volle Breitseite. Dann der Schmied. Damit spiele ich Marschbefehle nochmal aus. Dann kann ich ihn erstmal fertig machen. Da ist jetzt eigentlich voll sinnlos, nochmal Marschbefehle auszuspielen dafür, aber okay. Ich kann jetzt theoretisch ihn nochmal ins Deck schicken. Zack. Kann jetzt... Ich wollte eigentlich Renard jetzt spielen, aber das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Spiel mal die Wagenburg. Ist auch egal, er hat nur noch eine Karte, verdammt. Ich meine, ich habe jetzt diesmal auch nicht... Ich habe diesmal auch nicht so mega viele Punkte, nur 100, aber solange der Gegner nur 0 hat, reicht mir das ja, ne? Ach, guck mal, da ist seine letzte. Solange der Gegner halt nur 0 hat, reicht mir das ja. So, zack. Und hier, ich könnte noch länger jetzt schießen mit meinen Einheiten, wenn ich Bock hätte. Wie gesagt, die Karte soll mir punktemäßig gar nicht so viel bringen. Es geht hauptsächlich darum, dass die Karte mir Zeit verschafft für die Ballisten. Ich werde nicht für diesen Shot sterben. Sehr schön. Mewe selbst hatte den Kommandanten der Nilfgaarder in Ketten gelegt. Er war ein junger Adeliger mit getrimmtem Bart. Wie viele adelige Kaiserliche sprach er die Gemeinsprache. Was haben die Wagen geladen, Hauptmann? Altmetall, Majestät, antwortete der Kaiserliche. Er bemerkte die Verwirrung der Königin und erklärte. Es
wird eingeschmolzen und zu neuen Pfeil- und Speerspitzen gegossen. Unsere Techniker wollten eigentlich die Gießereien in Breitkopf nutzen, die sind aber zu primitiv. Wir haben den Befehl, das Altmetall von ihr wegzubringen. Jeglicher Stolz über den Sieg verschwand augenblicklich und Mewe war voller Zorn und Scham. Scham, da ihr bewusst wurde, dass die Eindringlinge ihr Reich lediglich für ein schwaches und unterentwickeltes Hinterland hielten. Mewe knallte die geöffnete Truhe zu. Verdammt! Zurück nach Breitkopf! Wir reiten! Verfallene Mauern, kaputte Fenster, verrottetes Holz. Breitkopf war trostlos, ein Schatten seines früheren Selbst. Als die Lyrier ankamen, blickten die Bewohner düster auf die Neuankömmlinge und schwiegen. Mewe beschloss, etwas zu sagen. Bewohner von Breitkopf, ihr seid frei. Die Besatzung durch Nilfgaard ist vorbei. Ja, und die neue fängt jetzt an. Spinnst du? Erkennst du unsere Banner nicht? Das ist die lyrische Armee. Ich erkenne die Banner. Habe 15 lange Jahre unter ihnen gedient. Und dann kam ich zurück in meine Heimatstadt. Und was sah ich? Elend und Schmutz, Majestät. Alles heruntergekommen. Wegen der verdammten Zwerge. Seit Jahren überschwemmen sie Rivien mit ihren Metallwaren. Unsere Schmiede zünden nur noch ihre Pfeifen in den Gießereien an. Ihr nennt euch lyrische Armee. Die Farben und Banner bestätigen es. Aber was ist mit euren Waffen? Sie stammen nicht aus unseren Feuern, sondern aus Mahakam, von unserem Feind. Ich habe sie sogar in euren Reihen entdeckt. Welche Freiheit gebt ihr uns, Majestät? Die Freiheit, in der Gemeinsprache zu betteln und nicht auf Nilfgaardisch? Betteln? Wovon redest du da? Auf Waren von Mahakam gibt es keine Abgaben. Aber ohne sie haben unsere Werkstätten keine Chance. Und ihr, Majestät, ihr tragt deren Rüstung, Waffen und bringt die verfluchten Bartgesichter noch zu uns. Okay, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, irgendwo kann man ihn ja nachvollziehen, wenn die Waren aus einem anderen Land halt besser sind und importiert werden ohne irgendwelche Zölle, dann kann das natürlich oder wirkt sich das natürlich auf die Industrie hier oder in unserem, in Lyrien aus. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Ich meine, man könnte sagen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn es Zölle auf Waren von Mahakam gibt, damit die hier eine Chance dagegen haben. Auf der anderen Seite kann man sagen, vielleicht können sie sich auch auf ein anderes Gebiet dann spezialisieren, weil die Waffen aus Mahakam nicht zu nutzen, wäre halt auch dumm, weil wir brauchen sie ja ganz ehrlich. Was mir noch viel wichtiger ist, ist allerdings, dass wir... Ja, dass die Zwerge, also wir tun das ja nicht alles, um zu gewinnen, sondern die Zwerge sind schon unsere Verbündeten. Ich weiß nicht, soll ich ihn auspeitschen dafür, dass er so vorlaut ist? Ich meine, er ist ein Wutbürger, wenn man so sagen will, klar, aber man kann ihn ja schon irgendwie nachvollziehen. Wovon sollen sie leben, wenn sie nichts mehr haben, ne? Ich mach erstmal so weiter. Die Zwerge sind treue Verbündete. Sie helfen uns, weil sie davon profitieren. Ganz einfach. Okay, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, aber einer Königin einfach so ins Wort zu fahren, das gehört sich dann doch nicht. Es reicht. Sei froh, dass du eine gnädige Königin hast. Denke ich mir auch gerade. Ich hätte dir längst den Kopf abgeschlagen. Geht weiter. Bevor Mewe den Marktplatz verlassen konnte, sprach Barnabas höflich. Ehrlich gesagt, spricht dieser Mann teilweise die Wahrheit. Es ist mir ja durchaus bewusst. Das ist mir bewusst. Ach so, hey. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber vielleicht kann ich helfen. Wie denn? Ich bin ganz Ohr. Alles, was euer Volk hier gefertigt hat, fertigen die Zwerge von Mahakam doppelt so schnell und doppelt so gut. Ihr müsst eine Nische finden, eine Innovation. Und zufällig sind Innovationen... Dein Spezialgebiet. Ja, das gebe ich ganz unbescheiden zu. Außerdem könnte es dem Frieden dienen und den Leuten zeigen, dass Anderlinge doch nicht so schlecht sind. Dass sie den Menschen helfen können und nicht nur die Arbeit wegnehmen und in die Milch pissen. Ja, aber das ist genau das, was ich ja meine. Im Endeffekt, Zölle auf die Waren von Mahakam zu machen, würde wahrscheinlich am Ende weniger Leuten was bringen, weil die Mahakamer können ihre Waffen auch einfach an die Nilfgaarder beispielsweise verkaufen, wenn die keine Zölle nehmen auf die Waren. Deswegen ist es halt auch so eine Frage, wenn es zollfrei Waren getauscht werden können, kann halt jeder das liefern, worin er am besten ist. Wir müssen nicht auf quasi niedere Ware zurückgreifen und haben, ja, beziehungsweise können auf relativ billige, relativ gute oder sehr gute Ware zurückgreifen, wenn wir mit Hilfe der Zwerge zusammenarbeiten, wenn wir mit Mahakam zusammenarbeiten, wenn wir zollfreien Handel betreiben. Und Barnabas sagt es eigentlich ganz richtig, was wir dann eben in unserem Land tun müssen, ist quasi eine Nische zu finden,
die Zwerge nicht erfüllen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, obwohl Rüstung können Zwerge vielleicht auch anfertigen, aber vielleicht irgendwas, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, ob Zwerge in irgendeinem Schmiedebereich jetzt nicht ganz so gut sind. Ich meine, ich glaube, Zwerge schmieden nicht so häufig Hufeisen her, aber wahrscheinlich auch weniger, weil sie es nicht können, sondern weil sie halt Besseres herstellen können. Aber es muss ja auch gemacht werden, ne? Es wäre ja auch eine Idee quasi. Müsste man mal schauen. Oder man könnte die Zwerge dahingehend unterstützen, dass man vielleicht Arbeit drumherum erledigt für sie. Irgendwelche Transporte oder sowas. Oder man geht eben vom Schmieden einfach weg und macht was anderes, ne? Ich denke darüber nach, Barnabas. Ich lasse es dich wissen. Ist natürlich nicht einfach, das will ich nicht sagen. Also es ist nicht einfach, einfach zu sagen, ja, wir gehen dann eben in eine andere Nische. Man muss die erstmal finden und man muss ja auch da drin dann gut genug sein, damit andere Leute das kaufen wollen. Es war an der Zeit, Breitkopf zu verlassen. Also rief Mewe ihre Berater zu sich, um zu hören, was sie zu sagen hatten. Sie machten viele Vorschläge und die Königin würde entscheiden. Ja, die Balkonwärme in der Stadt investieren, die Not in Breitkopf ignorieren, die Zukunft der Stadt in Barnabas Hände legen. Normalerweise würde ich das wahrscheinlich auch als eine Entscheidung für euch gelten lassen, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, in die bankrotten Werkstätten, also ich finde es halt aus Mewes Sicht gibt es hier nur eine sinnvolle Variante. In die bankrotten Werkstätten der Stadt investieren ist vielleicht eine kurzfristige Lösung. Das Problem ist, das löst ja aber das grundlegende Problem nicht, dass die Zwerge einfach besser und schneller sind. Ich meine, wir können in die Werkstätten investieren, vielleicht werden unsere Schmiede dadurch besser, vielleicht werden sie schneller, aber sie werden nicht die Leistung und vor allem die Qualität der Zwerge von Markham erreichen. So müssen wir einfach mal sein. Selbst wenn wir mal einen Ausnahmeschmied haben, der kann niemals so viele Waffen herstellen, wie das die Zwerge machen. Wir könnten die Not in Breitkopf einfach ignorieren, aber das ist halt auch nicht das, was Mewe macht. Wir haben jemanden dabei, also ich meine, man muss dazu sagen, wir wissen nicht, was Barnabas nun vorhat genau. Und wir wissen auch, dass Barnabas nicht immer ganz die besten, also nicht nur gute Ideen hat. Aber im Endeffekt ist er die beste Variante und ihn jetzt mit in den Krieg zu ziehen, wo wir eigentlich genug Leute haben, und dafür die Not hier in Breitkopf zu ignorieren, ist dämlich. Und deswegen würde ich sagen, er will ja auch hier bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir ihn zwingen. Er will ja hier bleiben. Und gleichzeitig können wir damit den Leuten hier zeigen, dass Anderlinge, ich meine, Barnabas ist kein Zwerg, sondern ein Gnom, dass Anderlinge eben, oder dass man mit den Anderlingen zusammenarbeiten sollte, um Lösungen zu finden und nicht gegen sie. Und deswegen denke ich an der Stelle, ergibt es einfach keinen Sinn, eine große Umfrage zu machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das sowieso die Lösung wäre, mal ausnahmsweise, wenn ihr dagegen, oder wenn ihr jetzt sagt, nö, das stimmt so gar nicht. Okay, aber das ist jetzt mal eine exekutive Entscheidung meinerseits, weil ich einfach finde, das ist die logischste Variante in dem Falle. Die anderen kann man zwar entscheiden, aber ich finde, das ist halt die logischste Variante. Nach sorgfältiger Überlegung stimmte die Königin Barnabas Vorschlag zu. Er würde versuchen, die lahmende Produktion der Stadt wieder auf die Beine zu stellen. Barnabas, versuch nur bitte nicht, alles in die Luft zu jagen. Keine Sorge, Majestät. Ihr jagt nur eines Richtung Himmel, die Wirtschaft. Ja, ich meine, man könnte sagen, gut, wir haben jetzt Barnabas verloren, das wäre halt noch ein Argument für die Gegenseite gewesen, aber wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Barnabas eine schlechte Karte ist. Der hat guten Effekt, der kann uns sehr gut eigentlich aus der Patsche auch mal helfen, aber wir haben so viele gute Karten, wir sind nicht auf Barnabas angewiesen. Zuerst standen die Stadtbewohner der Entscheidung der Königin skeptisch gegenüber, aber Barnabas Pläne trugen sofort Früchte. Schon bald herrschte in den Gießereien und Fabriken reges Treiben. Kurz darauf erhielt Mewe neue Waren von dort. Wäre halt noch schön gewesen, wenn sie wenigstens gesagt hätten, was nun die tolle Idee ist, was das Ganze gebracht hat, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Rivia, wenn in eurer Stadt behauptet wird, der nilfgaardische Sieg wäre unausweichlich und ihr solltet nicht zu den Waffen greifen, so könnten nilfgaardische Spione dahinter stecken. Em hier war Emreis, giert nach dem Norden und hat seine Giftvipern mitten unter uns geschickt, damit sie zuschlagen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Bleibt wachsam und hütet euch vor den Verrätern unter uns. Aber wie gesagt, ich denke halt, anstatt jetzt Barnabas zu zwingen, mit uns mitzukommen, ist das halt, glaube ich, für ihn am Ende doch die sinnvollste Sache. Ich meine, ist ein bisschen schade, ich mochte den irgendwie ja schon, aber wie gesagt, also von einem Soldatenstandpunkt war er jetzt kein so großer, keine so wichtige Figur in unserem Schachspiel, wenn man so sagen kann. Ich hatte es ja nicht mitgenommen.
Aber dieser Barnabas ist kein übler Kerl. Ich halte es ja nicht mit... Alles klar, so, habt ihr noch was? Was ist mit euch? Herren, seht ihr die Dörfler dort? Das sind die rivischen Golddiebe, die ihr in Mahakam vor den Zwergen beschützt habt. Sie möchten euch eure Gnade in ihrer Stunde der Not danken und bieten euch einen Teil der Beute aus den Bergen an. Wollt ihr annehmen? Ach, alles klar, das sind die, falls ihr euch erinnert, die in der Mine, die wir haben gehen lassen, wo wir uns tatsächlich mal dagegen entschieden haben, für Bruver zu handeln. Die wären ja eigentlich sonst wahrscheinlich von den Zwergen bestraft worden dafür, dass sie unrechtmäßig in den Minen arbeiten. Die haben wir ja ziehen lassen. Nein, ich könnte das Geld nehmen, ich brauch's für den Wiederaufbau. Ich meine, klar, ich brauch's jetzt nicht, aber sie wollen es uns geben. Es ist ja auch eigentlich nicht rechtmäßig, ihr Geld. Und wir können es in den Wiederaufbau investieren. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Ich meine, klar, wir könnten es ihnen jetzt überlassen, das ist natürlich auch fair, aber wir müssen halt auch daran denken, was nach dem Krieg kommt. Und in gewisser Weise müssen sie ja schon ein bisschen bestraft werden für das, was sie getan haben. Und wenn sie da eben einfach zahlen, ne? Man muss es ja aus der Sicht auch mal irgendwie sehen. Der Wind heult. Ehrlich, Mewe. Schon wieder. So, hier haben wir noch einen Nilfgaardischen Turm. Aber wir hatten eine Karte. Moment, das war das Falsche. Eine Karte hatten wir keine mehr, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ne, die Schätze haben wir alle gefunden, so wie es aussieht. Hätte mich noch gefreut, wenn hier hinten jetzt vielleicht noch was wäre von dem Teil, das wir unten gefunden hatten, aber scheinbar nicht. So, da haben wir sogar nochmal die Möglichkeit, unsere Einheiten nochmal hochzubringen. Ich glaube, das brauchen wir aber gar nicht. Oh, da wird schon wieder jemand ausgepeitscht. Gehen wir erstmal noch hier hinein und gucken mal, ob wir die Leute hier noch retten können, bevor es dann nach Rivien geht. Arbeitskraft. Als General Ebdahi Rivien erobert hatte, befahl er sofort eine Volkszählung. Zuerst hielt man das für ein Zeichen, dass die Steuern erhöht werden sollten. Die Wahrheit war jedoch viel schlimmer. Nicht lange und die Siedlungen wurden von Sklaventreibern aufgesucht, vor denen es keinen entrinnen gab. Sie wussten von jedem einzelnen Einwohner. Töte die Sklaventreiber, halte alle Einheiten am Leben, setze die Fähigkeit deines Anführers ein. Alles klar. Gucken wir uns das Ganze mal an. Nochmal ein Puzzlekampf, bevor es nach Rivien geht hier. Ach, ich dachte gerade, hä? Das ist ein Sklave, okay. Wahrscheinlich, weil da Sklaven drauf sind. Wir sollten mal nicht auf den Panzerreiter gucken, sondern mal auf die Sklaven. Wird dieser Einheit durch einen Sklaventreiber Schaden zugefügt, füge der schwächsten gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Ist die Stärke dieser Einheit größer als die des Sklaventreibers, verwandle den Sklaventreiber in eine Leiche. Füge jeden Zug zu Beginn des Zugs dem Sklaven vor dieser Einheit einen Schaden zu. Okay, ich muss den irgendwie auf über 10 bringen. Verbessere eine Verbindung der Einheit um hier. Gib ihr eine Rüstung und aktiviere dann die Loyalfähigkeit. Also, okay, 4 Rüstung. Was ist er? Gibt eine Ladung, lyrischer Sensenkämpfer, Alchemist, Pferdedieb. Ah, Pferdedieb. Markiere eine Einheit, tausche nach 3 Zügen zu Beginn des Zugs. Okay, pass auf, dann ist die Idee wahrscheinlich, ich spiele den Sensenkämpfer, benutze Mewe. Spiele den Pferdedieb, setze den Pferdedieb auf die Einheiten des lyrischen Sensenkämpfers und tausche, warte mal, ich benutze dann wahrscheinlich den Alchemisten auf die Einheit links von ihr. Das heißt, ich setze den, okay, pass auf. Also, lyrischer Sensenkämpfer. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Damit er schon mal hochkommt. Dann, so, setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke einer Einheit links von ihr. Das heißt, ich will ihn rechts vom Sensenkämpfer spielen. Seht, ob er sich noch irgendwo Geld reingeschoben hat. Ich markiere ihn. Das dauert ja jetzt 3 Züge. Alter, ganz schön knapp hier. Dann jetzt der Alchemist. Guten Tag, was gibt's? Der setzt die Einheit nach oben. Oh, die greifen jetzt den Alchemisten natürlich an, klar. Ja, einfach mal, um den Alchemisten zu schützen. Beziehungsweise, ich kann jetzt einfach erstmal. Babababam. Ja, ich spiele erstmal den Alchemisten. Wenn jemand fragt. Und setz den hier mal nach oben. So, jetzt müsste er ja tauschen, ne? Genau. Dann nutze ich jetzt seine Fähigkeiten, setz ihn nach oben. Und dann benutze ich ihn. Links, rechts, links. Und setze ihn nach oben. Perfekt. 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 Na also. Das ging doch recht simpel. Haben wir die auch noch gerettet hier? Gibt es hier noch irgendwas in dem Zelt vielleicht oder so? Irgendwelche Infos zu Ebdahi? Das wäre doch noch ganz nett. Ich meine, warum ich die ganzen Sachen hier immer aufnehme, weiß ich zwar auch ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich brauche sie jetzt nicht wirklich. Aber gut, haben wir die Sklaven noch befreit. Schade, dass man mit denen nicht mehr reden kann. Aber okay. Und dann... Achso, brauche ich nicht beten. Ach komm, wir können trotzdem nochmal beten. Wir beten nochmal zu Melitele. Und dann geht's los. Ab nach Riva.
Das breite Grinsen auf Renards sonst so stoischem Gesicht verriet, dass er außerordentlich gute Neuigkeiten brachte. Majestät, unsere Arbeit trägt Früchte. Die befreiten rivischen Städte haben Söldner unter euer Kommando gestellt und wünschen euch einen raschen Sieg. Mewe blickte auf die lange Reihe gedungener Soldaten, auf ihre vorzüglichen Waffen und ihre kampfgestählten Gesichter. Ihr Blick blieb an den Bannern haften. Sie war überrascht, dass einige Caldwells Wappen führten. Dragomir musste sich als ihres Vertrauens würdig erwiesen haben. Mit solcher Hilfe wird unser Sieg sicher einfacher. Die Königin lächelte. Schickt den Städtern einen Brief. Ihre Königin dankt ihnen für ihre Treue zum Reich und wird sie angemessen belohnen, wenn die Zeit gekommen ist. Ah, sehr schön. Da hat sich das doch als positiv noch herausgestellt. Ja, wir haben jetzt viel mehr Einheiten. Wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist gerade einfach, weil ich ja wusste, dass das passiert, aber mir ist gerade so ein Gedanke gekommen, wie ich glaube, falls nochmal so eine Art Kartenspiel gemacht werden sollte mit so einem System, wie man tatsächlich eventuell so eine, die Einheiten oder die Ressourcen ein bisschen sinnvoller ins Spiel integrieren kann, dass es nicht zu viele werden am Ende und dass vielleicht auch gerade die Einheitenressourcen am Ende nicht total nutzlos werden, weil ich habe 922 Einheitenressourcen, aber wenn wir mal in unser Zelt gehen, selbst wenn ich alle Einheiten, die ich hier habe, herstellen würde, die ich herstellen kann, ich kann ja maximal von einer 5 herstellen und so, selbst wenn ich alle herstellen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von denen aufbrauchen, nicht mal ansatzweise. Ich meine, hier brauche ich, okay, das ist eine Falle, das ist vielleicht eine blöde Idee, aber hier brauche ich zum Beispiel 2, für ihn brauche ich 4, also das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was man hat. Deswegen mal folgender Vorschlag. Anstatt dass man diese Ressourcen nur benutzt, um tatsächlich neue Karten zu machen, könnte man doch das Folgende tun. Die Ressourcen werden aufgebraucht zu Beginn eines jeden Kampfes. Sprich, je nachdem, was man für ein Deck hat, anstatt das auf diese Rationen einzuteilen, und ich glaube, das haben sie gemacht, weil es im Multiplayer so ist, aber anstatt das von den Rationen abhängig zu machen, hat man, wenn man sein Deck zusammenstellt, am Anfang, oder kriegt man hier angezeigt, wie viel Gold kostet dich das Deck, wie viel andere Einheiten vielleicht, wenn du zum Beispiel Maschinen benutzt, wie viel Holz oder generell Ressourcen in dem Bereich hier. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das nur Holz ist, aber wie viel Holz kostet dich das Deck pro Schlacht und vielleicht sogar, wie viel Einheiten kostet dich das Deck, wobei ich das nicht unbedingt nehmen würde. Und dann könnte man nämlich Folgendes machen. Man könnte sagen, die Einheiten, klar, die kann man auch weiter benutzen, um Sachen zu rekrutieren. Aber anstatt dass die nur dafür da sind zu rekrutieren, würde die Anzahl der Rekruten, die du hast, eventuell die Stärke deiner Einheiten im Generellen beeinflussen. Also quasi, wenn du sehr viele Rekruten hast, wird auch die Stärke deiner Einheiten höher. Dadurch hätte man wären folgende Sachen wichtig. Erstens, was wichtig wäre, man könnte die Karten deutlich besser balancen. Anstatt dass jetzt halt, ich meine, die kostet mich 188 Gold, aber wenn ich die einmal hergestellt habe, kann ich die halt benutzen. Dadurch würden aber mächtige Einheiten wieder, würden mächtige Einheiten wieder besser gebalanced werden können, weil man die halt nicht in jedem Kampf einsetzen kann. Nicht jede mächtige Einheit kann man in jedem Kampf dann einsetzen. Man muss dann zum Beispiel gerade am Anfang gucken, dass man auch ein bisschen Haus hält, dass man ein bisschen Gold auch übrig hat, weil man ja nicht weiß, wie viel man unterwegs findet. Und man würde am Ende nicht so super viel haben. Weil, wie gesagt, ich habe alles ausgebaut, ich habe so gut wie jede Einheit hergestellt. Selbst wenn ich jetzt noch alle Einheiten herstelle, würde ich niemals alles brauchen, was ich hier habe. Und dadurch würden sich dann auch Entscheidungen, bei denen man zum Beispiel Gold aufbraucht oder Gold verliert, deutlich härter anfühlen. Weil wenn man auf einmal Gold verliert durch eine Entscheidung und dann plötzlich sein Deck nicht mehr oder seine Armee quasi nicht mehr bezahlen kann und man auf ein schwächeres Deck umstellen muss, würde das deutlich mehr auf das Gameplay sich einwirken, als es das momentan tut. Momentan habe ich kein großes Problem damit, selbst wenn ich mal mit meinem Gold auf 0 Goldstücke falle, weil ich muss halt einfach nur warten, bis ich wieder genug habe und das geht meist recht schnell. Aber so hätte man dann das Problem, okay, ich müsste jetzt wirklich nur Einheiten benutzen, die quasi freiwillig für mich kämpfen würden. Man muss dann natürlich gucken, dass es immer genug Einheiten gibt, dass immer mindestens ein Deck gespielt werden kann, dass es quasi mindestens ein Standarddeck gibt und die gegnerischen Einheiten dürften dann natürlich auch nicht zu mächtig sein, dass man nie mit diesem Standarddeck gewinnen kann. Aber ich denke, das wäre vielleicht noch eine ganz hilfreiche Sache und gerade, wie gesagt, die Rekruten, anstatt dass die einfach nur da sind, um Sachen zu rekrutieren, könnten die Anzahl der Rekruten halt deine Stärke im Generellen darstellen. Also je mehr
Das kann man ja dann an bestimmten Punkten festmachen. Je mehr Rekruten man quasi hat, desto stärker ist die Stärke der einzelnen Einheiten. Dann hat halt zum Beispiel ein grauer Reiter nicht nur 8 Punkte, sondern von mir aus 10 Punkte, wenn wir sehr viele Rekruten haben oder sowas. Dadurch kann man dann, selbst wenn man wenig Geld hat, kann man vielleicht mit einem schwachen Deck trotzdem recht hohe Punkte erzielen. Und dadurch würden die Ressourcen auf jeden Fall deutlich wichtiger werden, meiner Meinung nach. Das wäre jetzt nun mal so meine Idee, wie man das in Zukunft machen kann. Man muss natürlich gucken, das ist dann wahrscheinlich auch nicht einfach zu balancen, das wollte ich gar nicht. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht einfach zu balancen, will ich nicht behaupten, aber ich denke, das würde das Ganze ein bisschen aufwerten. So, und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns da oben mal noch oben. Was ist da denn noch? Erstmal hier noch ein bisschen was mitgenommen. Was haben wir hier noch? Rivia, wer da hofft, sich mit dem Feind gutstellen zu können, dem sei vom Schicksal des Grafen Caldwell berichtet. Er war der Erste, der sich vom Kaiser an die Leine legen ließ und sich dafür einen Haufen Gold erhoffte. Was er bekam, war ein verdorbener Sumpf. Er hielt sich für gleichrangig mit den Nilfgaardern, doch sie verachteten ihn. Er träumte vom ewigen Ruhm und starb doch wie ein Schwein im Schlamm und Kot. Wer seinem Beispiel folgt, wird auch sein Schicksal teilen. So, und was ist mit dir da noch? Wer bist du noch? Was möchtest du quasi noch von mir? Eure Majestät, die Priesterin des Tempels besitzt das Fragment eines magischen Gegenstands. Das könnte sich als nützlich für uns erweisen, aber sie weigert sich, es herzugeben, egal wie wohlwollend ihr euch zeigt. Was sollen wir tun? Und hier wäre dann zum Beispiel, dann könnte man jetzt sich entscheiden, will ich die neue Karte haben und dafür Geld ausgeben, was mich eventuell eine andere Karte in meiner Einheit kostet. Aber so kann ich es halt jetzt einfach ausgeben. Und damit haben wir den Drachentraum, yay. Haben wir ihn auch noch fertig gekriegt, sehr schön. Können wir gucken, was er kann. Ich weiß gerade ehrlich gesagt selbst nicht mehr, was er kann. Ist lange her. Zerstöre nach 5 Zügen am Ende des Zugs 3 zufällig gewählte gegnerische Einheiten. Ha. Also ist im Prinzip so ein bisschen wie das Ale. Das ich ab und an mal benutzt habe. Haben wir das gar nicht als Karte? Ich glaube, das haben wir als Karte nicht zusammengestellt gekriegt. Da hat uns irgendein Fragment gefehlt. Das, was wir manchmal mit Barnabas hergestellt haben. Und wenn man halt es schafft, viele Einheiten zu vernichten, kann man dann recht starke Einheiten damit auch noch töten. Boah, ist ganz nett, aber ich glaube, mit dem, was ich momentan habe, komme ich besser. Burg Riva, unsere Reise nähert sich dem Ende. Das sich als tragisch erweisen könnte. Schwere Aufgaben liegen vor uns. Auf diesen Mauern fühlte ich stets nur Stolz. Sie nun so von unten zu sehen, hätten wir sie nur nicht so hoch gebaut. Ja gut, das ist natürlich doof, aber ich würde sagen, ab nach Riva. Hey, wir haben alle Truhen, sehr gut. Wie gesagt, bei den Malen, wo ich nicht alle Truhen gefunden habe, war das ja auch meist so, weil wir uns irgendwie dagegen entschieden haben, die Schatzkarte anzunehmen.